Seid gegrüßt, ihr tapferen Krieger und Kriegerinnen. Herzlich willkommen zurück auf unserem Kanal bei einem etwas anderen Video von mir, und zwar zu New World. Wie ihr wisst, habe ich das Spiel in der letzten Beta auch öfters mal gestreamt und dabei ist mir so einiges klar geworden über das Spiel, weil ich mir selbst nicht sicher war, lohnt es sich für mich, das Spiel überhaupt zu spielen? Wird es mir Spaß machen? Ich war mir nicht ganz sicher. Ich hatte zwar die Zeit, in die letzte Beta reinzuschauen, allerdings war ich etwas spät dran und hatte nur 4 Stunden. Das hat natürlich absolut nicht gereicht, um mir alles anzusehen, um alles auszuprobieren. Ich kam gerade mal aus dem Anfangsgebiet raus und dann war die Zeit für mich leider schon wieder abgelaufen. Aber dieses Mal habe ich es genutzt. Ich habe in den 3 Tagen Beta, die waren über 50 Stunden New World gespielt und konnte mir ein sehr gutes Bild von dem Spiel machen. Und dieses Video soll euch dienen, euch zu entscheiden, ob es sich lohnt, dieses Spiel zu kaufen bei Release oder eher nicht. Und da fangen wir direkt mit dem ersten Thema an, was mir sehr ins Auge gefallen ist. Und zwar ist das die Welt. Die Welt ist absolut abwechslungsreich. Überall, wo man hingeht, sieht man andere Sachen. Die Wälder sehen anders aus. Jede Stadt, die man betritt, ist komplett anders zu der letzten. Es kommt niemals vor, dass man in eine Stadt geht und sich denkt, hey, die sieht doch aus wie die letzte Stadt, in der ich war. Und davor hatte ich ein bisschen Angst, meine Freunde, dass das passiert. Allerdings haben sie das wirklich gut geregelt. Manchmal hatte ich sogar das Gefühl, dass ich eine Stadt betreten habe und mich ein bisschen zurückversetzt gefühlt habe. In das Spiel Witcher, das kennt bestimmt jeder von euch, wenn man da in die erste Stadt reinkommt, bei Witcher 3, dann hat man dieses Gefühl von, wow, was ist hier los? Überall bewegt sich was, total atmosphärisch. Und das hat New World für mich auch gemacht. Es ist wunderschön anzusehen. Das ist das erste Thema. Es gibt verschiedene Klimazonen. Selbst das, wie man sieht, eben gerade war ich noch in schönen grünen Wald auf dem Weg unterwegs und jetzt auf einmal komme ich in dieses düstere, in das verdorrte Gebiet hier. Alles ist von der Verderbnis eingefangen. Kämpfe. Es ist wunderschön, wirklich. Dann gibt es auch noch Schneegebiete. Ja, das, was mich persönlich auch sehr gehypt hat, diese Schneegebiete. Du kommst die ganze Zeit von diesen sonnigen, schönen, grünen Wäldern auf einmal in ein Schneegebiet. Und es sieht komplett anders aus. Super gemacht, das muss ich sagen. Und das war mein erster Punkt, wo ich sagen konnte, hey, das gefällt mir wirklich sehr gut. Der zweite Punkt für mich ist das Klassensystem. In vielen anderen MMOs, zum Beispiel, ich will jetzt nur ein kleines Beispiel machen, wie WoW, da entscheidet man sich anfangs für eine Klasse und diese Klasse spielt man dann auch. Man hat nicht die Chance, mittendrin zu sagen, ja, jetzt möchte ich mal eine andere Klasse spielen, das gefällt mir nicht mehr. Nach 50 Stunden, die man gespielt hat, fällt einem auf einmal auf, das ist doch nicht das, was ich will. Was ihr da machen müsst, ihr müsst einen neuen Charakter anfangen und ihr müsst das Ganze nochmal von ganz vorne spielen. Das ist hier anders. Die Waffe, die ihr tragt, entscheidet über die Klasse, die ihr spielt. Das heißt, ihr könnt die ersten 50 Stunden ruhig mal euch als Heiler probieren. Und wenn ihr merkt, ja, das Leveln gefällt mir nicht so oder eben in Gruppen gefällt es mir nicht so, die anderen Spieler zu heilen, vielleicht ist es euch zu schwer, vielleicht ist es euch zu einfach, dann sagt ihr, nee, da habe ich keine Lust mehr drauf. Jetzt nehme ich eine Axt in die Hand oder ich nehme ein Schwert und ein Schild. Auf einmal seid ihr kein Heiler mehr, sondern ihr seid ein Damage-Dealer. Oder vielleicht sogar werdet ihr zum Tank mit dem Schild. Das ist komplett euch überlassen und das macht was aus. Ihr habt die freie Wahl über das, was ihr tun wollt und ihr müsst nicht neu anfangen, um eben die Klasse zu wechseln. Das haben sie wirklich gut geregelt, gefällt mir sehr gut. Ich weiß, für den einen oder anderen wird es vielleicht nicht das Beste sein, aber das ist auf jeden Fall ein sehr großer Punkt, wo ich sagen kann, das gefällt mir sehr gut. Zum einen kann man das Spiel sogar solo spielen, was ja in den meisten MMOs nicht machbar ist. Meistens muss man sich in Gruppen umgeben, um eben besser zu werden, um weiter voranzuschreiten. Alleine kannst du keine Instanz machen oder alleine kannst du eben kein, was weiß ich, kein Dungeon machen. Das ist anders in New World. Du kannst es machen. Das ist kein Problem. Natürlich ist es empfohlen, in der Gruppe zu spielen. Es macht natürlich auch viel mehr Spaß mit Freunden. Aber es ist machbar, das alles alleine zu spielen. Für die Solo-Spieler unter euch, das ist ein großer Punkt, wo ihr euch überlegen solltet, ist das was für mich? Denn ich muss nicht mit anderen spielen, wenn ich das nicht will.
Das hat mir zum Beispiel auch sehr gefallen. Zu der Beta hatte ich keinen, der mit mir spielen wollte, außer ein paar Jungs aus der Community. Da nochmal Shoutout an euch, das hat sehr viel Spaß gemacht mit euch. Aber ich hatte jetzt keinen wahren Freund, den ich persönlich kenne, mit dem ich das hier stundenlang spielen konnte. Und ich habe es viel solo gespielt und ich muss sagen, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Klar kann man sich dann auch in der offenen Welt mit anderen verbinden, da es hier jetzt auch deutsche Server gibt. Da kommen wir zum nächsten Punkt, aber das gleich. Wie gesagt, Solo ist gar kein Problem. Und wenn ihr in Gruppen spielen wollt, könnt ihr euch die entweder in der offenen Welt suchen oder ihr schnappt euch Freunde und überzeugt sie. Schickt ihnen das Video, vielleicht überzeugt das sie. Wenn das so ist, meine Freunde, dann lasst doch gerne ein Like da und abonniert den Channel, wenn ihr keinen Content mehr zu New World verpassen wollt. So, dann kommen wir erstmal zum nächsten Punkt. PvP und PvE. Für mich war sehr wichtig, dass es PvP gibt. Ich war schon immer in MMOs so, auch in, ich kann mich immer nur auf WoW beziehen. Ich war immer in der Arena unterwegs. Es hat mir super viel Spaß gemacht, gegen andere Spieler im PvP zu kämpfen. Und das könnt ihr hier eben auch machen. Aber ihr müsst dazu nicht in die Arena gehen oder ihr müsst nicht den 50 gegen 50 Krieg führen oder den Außenposten Rush, sondern ihr könnt das in der offenen Welt machen. Das heißt, ihr seid am Questen. Ihr seid unterwegs, ihr sucht Materialien, vielleicht seid ihr am Craften oder Looten oder sonst was. Und dann seht ihr auf einmal einen Spieler, der ist rot markiert für euch. Und ihr wisst, der hat Lust auf PvP. Wenn ihr das auch habt, dann habt ihr das markiert in der letzten Hauptstadt, in der ihr wart, und zieht dann los in die Welt, um eben in der offenen Welt das PvP zu genießen. Das PvP, muss man sagen, ist auch wirklich balanced. Da kann ich nichts anderes zu sagen. Normalerweise ist es so, dann trifft man Spieler, die sind irgendwie 10 Level höher als einer und man muss sich verstecken, denn man hat gar keine Chance. Das habe ich hier nicht erlebt. Ich konnte selbst einmal, ist mir das zwar nur passiert, einen Spieler, der 9 Level über mir war, besiegen mit meinem Beil, obwohl der wirklich schon gut gelevelt war. Aber das liegt daran, dass die Entwickler sich da eine Menge Mühe gegeben haben, dass das in Open World gut funktioniert. Und das haben sie in meinen Augen absolut geschafft. Das PvP fühlt sich gut an, das PvP macht Spaß. Und wenn euch das nicht gefällt, dann könnt ihr das einfach ausschalten. Das heißt, ihr zieht los zum Questen und euch kann gar niemand anderes angreifen, außer die ganz normalen KI-Gegner. Das ist wieder so ein Ding, wo ihr selbst die Wahl habt. Möchte ich PvP haben oder möchte ich nicht? Ihr habt also, man merkt das jetzt schon, wie ich euch das erzähle, ihr habt immer die freie Wahl, was ihr tun wollt und was ihr nicht tun wollt. Und das ist natürlich sehr entscheidend bei der Option, kaufe ich mir das Spiel oder lasse ich lieber sein. Wenn ihr auf dieses Open World PvP gar keine Lust habt, dann schaltet ihr es aus. Aber vielleicht entscheidet ihr euch dann, ich möchte doch mal ein bisschen im PvP reinschauen. Dann gibt es den Außenposten Rush, wo 20 Spieler gegen andere 20 Spieler antreten. Da könnt ihr einfach reinschnuppern, ihr verliert nichts, wenn ihr dort besiegt werdet. Ihr müsst also keine Angst um euren Loot haben, um euer Equipment, ist alles gar kein Problem. Später gibt es natürlich auch noch die Kriege. Es gibt 3 verschiedene Fraktionen und wenn sich eine Fraktion entscheidet, ein Gebiet einzunehmen oder sie hat ein Gebiet eingenommen, dann könnt ihr mit eurer Fraktion dieses Gebiet angreifen und ihr könnt versuchen, es zu übernehmen. Dann entsteht ein großer Krieg, wo 50 gegen 50 Mann antreten. Ein riesengroßes Schlachtfeld, was man so in MMOs kaum gesehen hat. Ein großer Pluspunkt in meinen Augen. Dazu kommt Häuser kaufen, meine Freunde. Man kann sich Häuser kaufen und man kann die Häuser selbstständig einrichten. Ihr geht raus in die Welt, ihr lootet ein bisschen Holz, ihr lootet Fasern und ihr stellt damit irgendetwas her. Und dann geht ihr an die Werkbank und ihr könnt wirklich Sachen für euer Haus einrichten. Ihr könnt euch eine Küche bauen, ihr könnt euch ein Bett bauen, ihr könnt das Haus komplett einrichten, wie ihr wollt. Und das ist nicht alles, denn in den meisten MMOs ist es ja so, ihr richtet euch ein Haus ein, da kann ich mich jetzt zum Beispiel auf Teso zurückziehen, ihr richtet ein Haus ein. Und das sieht halt keiner außer euch. Klar ist das schön für euch anzusehen, aber wenn ihr euch da richtig Mühe gebt und ihr steckt da 15 Stunden rein, damit das Haus fantastisch wirkt und aussieht, dann wollt ihr natürlich, dass das Leute sehen. Und in New World soll es ein Ranglistensystem für genau diese Häuser geben. Diese Häuser werden also bewertet und in einer Rangliste aufgezeichnet. Das heißt, jemand, der Lust hat und ihr habt da 20 Stunden, vielleicht sogar mehr reingesteckt und ihr habt ein wunderschönes Gebäude gemacht im italienischen Stil, was auch immer ihr machen wollt, dann wird es bewertet und wenn ihr Glück habt, dann seid ihr mit oben dabei und die Leute,
die sich diese Rangliste angucken, die werden euren Namen sehen, die werden da drauf gehen und die werden sich euer Haus ansehen können. Das heißt, ihr macht das nicht nur für euch, sondern ihr macht das für die Community. Jeder kann da reinschauen. Das fühlt sich, ja, da hat man was zu tun. Da will man was zeigen, wenn man natürlich Lust hat auf dieses Häuserding. Wenn nicht, kann man das auch komplett sein lassen. Wie gesagt, ihr habt die freie Wahl, was ihr macht. Aber wenn ihr Lust drauf habt, dann macht ihr das nicht nur für euch, sondern auch für die Community. Und ihr könnt davon ausgehen, dass Leute sich diese Häuser ansehen werden und sagen werden, wow, da hat er sich aber Mühe gegeben. Das war wieder so ein Punkt, wo ich sagen kann, voll mein Ding. Das andere ist, was man so in MMOs auch selten gesehen hat. Ich will nicht sagen nie, weil das gibt es schon. Viele haben es richtig gemacht, manche haben es falsch gemacht. Aber bei New World wirkt es einfach gut. Das fühlt sich gut an. Das ist das Crafting-System. Ihr müsst nicht durch die Welt ziehen und Waffen looten und hoffen, dass ihr eine bessere Waffe kriegt als die, die ihr jetzt gerade habt, sondern ihr könnt euer Crafting-Beruf verbessern. Ihr könnt besser werden in der Schmiedekunst und allem drum und dran und könnt euch später selbst Waffen herstellen oder Rüstungen. Und da geht es nicht nur darum, irgendwelche leichten Rüstungen herzustellen, sondern ihr könnt, wenn ihr das genug gelevelt habt, bis hin zu legendärer Rüstung alles selbst machen. Legendäre Waffen, die ihr sonst in der Spielwelt so gut wie gar nicht findet. Ihr könnt sie euch selbst bauen. Natürlich ist das mit Zeit verbunden. Ihr müsst diesen Beruf leveln. Und da reicht es nicht nur, Schmiedekunst zu leveln, sondern ihr müsst auch noch andere Berufe leveln, die damit zu tun haben. Wie zum Beispiel das Sammeln von Sachen. Denn ihr braucht ja gewisse Gegenstände, um euch diese Waffen zu bauen. Und die könnt ihr wieder in der offenen Welt finden. Und ihr levelt und levelt. Und ihr könnt da wirklich viel Zeit reinstecken. Das ist das, was mir so Spaß gemacht hat. Man kann wirklich auch, wenn man keinen Bock hat jetzt zu questen oder Kriege zu führen oder PvP, dann kann man locker gut und gerne 50 bis 100 Stunden und noch mehr einfach nur da reinstecken, seine Berufe zu leveln. Das geht natürlich in anderen MMOs auch, aber ich finde in New World fühlt sich das einfach rund an. Das fühlt sich gut an. Und das ist noch nicht mal die Release-Version, die wir gespielt haben, sondern es war nur die Beta-Version. In der Release-Version bin ich sicher, werden sie nochmal einiges verbessern. Und es ist kein Pay-to-Win. Wie das jetzt viele, habe ich schon gesehen, im Reddit und drum und dran gesagt haben, ja, das Spiel wird Pay-to-Win sein. Nein, absolut nicht. Amazon hat nämlich bestätigt, dass es erstmal, und dazu wissen wir leider noch nicht viel mehr, aber es wird erstmal nur Skins zu kaufen geben. Also man wird sich Skins kaufen können, das kennt man aus anderen Spielen und das ist natürlich jedem selbst überlassen. Habe ich Lust auf einen neuen Skin, dann kauft man ihn sich. Hat man keine Lust, Geld dafür auszugeben, weil der Spiel ja schon 40 Euro kostet, dann lässt man das eben einfach sein. Und ich gehe stark davon aus, dass dieses Spiel von Amazon niemals ein Pay-to-Win-Game sein wird. Denn damit würden sie sich viel kaputt machen und das wissen sie auch selbst. Wenn man sich jetzt entscheidet, mit einer bestimmten Waffe loszuziehen, so wie ich jetzt mit dem Beil, und man macht Waffenschaden, aber man spielt alleine und nicht in der Gruppe und man hat keinen, der zum Beispiel Eisschaden oder Arkanenschaden machen kann, dann habt ihr sogar die Chance, eure Waffenschadensart zu verändern. Und zwar haben gewisse Waffen einen Sockel und dort könnt ihr Edelsteine einfügen. Und mit diesen Edelsteinen könnt ihr eure Schadensart ändern. Das heißt, ihr geht jetzt in ein Gebiet und ihr wisst, die Gegner, ja, die, ich will die mit Arkanschaden bekämpfen oder mit Eisschaden oder Trumpern. Dann sammelt ihr euch diese bestimmten Geode und setzt die in den Sockel ein und könnt somit auch noch eure Waffenschadensart ändern. Alles in allem, meine Freunde. Das ist jetzt mein Fazit. Kann ich das Spiel nur weiterempfehlen. Das waren jetzt nur ein paar Punkte, die ich erwähnt habe. Es gibt noch viel mehr Punkte, aber das würde das Video hier komplett sprengen. Es gibt natürlich auch ein paar kleine Minuspunkte, aber ich finde, die sind kaum zu beachten. Das sind so kleine Bugs, wie zum Beispiel ein Soundbug. Manchmal hatte ich das Problem, dass ich im Kampf auf einmal keinen Sound mehr hatte. Das hat sich dann nach 2 Minuten wieder behoben. Das sind wirklich Kleinigkeiten. Wenn ihr Lust habt auf ein neues, auf ein frisches, auf ein wirklich gutes MMO, meine Freunde, dann solltet ihr euch New World kaufen. Und das sage ich nicht, weil ich so hyped bin und ihr müsst es jetzt machen, sondern das ist wirklich eine Empfehlung. Wenn ihr Spaß habt an MMOs und was Neues wollt, dann kauft es euch. New World, 40 Euro in Steam Store. Ihr werdet nichts falsch machen. Und das war's auch von mir.
meine Freunde, mein Name ist Jack und das war mein New World Fazit.